Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2021 hier auf Ziegel im Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben ja hier unseren, naja, er wollte eigentlich einen Schnapper machen, aber das könnte ihm noch ganz schön teuer werden, wenn wir damit fertig sind. So, ein Teil fehlt uns noch. Wir wissen ein Teil noch nicht, welches noch defekt ist. Das müssen wir noch da irgendwie rausfinden. So, dann nehmen wir hier erstmal noch den Ölfilter raus. So, der ist nämlich auch nicht mehr so schön. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal prophylaktisch die Ölwanne ab und gucken da unten mal rein in den Motor. Ein ordentlicher Motor hier, die 6 Zylinder, ne? Muss man ja sagen. Aber, wie gesagt, kann natürlich auch hier unten drin irgendwas kaputt sein. Ganz früh hatten sie noch Ölpumpen und was nicht alles. Aber es sieht alles gut aus hier unten, ne? Nichts, wo ich jetzt so auf dem Anblick sagen würde, da ist was defektiös. Na gut, muss was anderes sein. Nageln wir uns erstmal wieder dran hier. So. Gut, alles klar. Lieber hat auch eine Ölwanne hier, ne? Wie man sieht. So, die Kardanwelle kann es auch nicht sein. Habe ich das Getriebe schon abgehabt? Ich glaube ja, ne? Die Kupplung hat ja schon reingeguckt, oder? Nee, habe ich noch nicht reingeguckt. Wir gucken nochmal in die Kupplung rein hier. Oder ich habe reingeguckt und da war nichts. Kann natürlich sein. Nee, ich habe noch nicht reingeguckt. Das war eine rostige Schraube. Ich muss sagen, ich habe jetzt eine gute Woche. Ja, anders hier. Ja. Über eine gute Woche jetzt, glaube ich, Mechanik-Simulator nicht gespielt. Deswegen bin ich ein bisschen raus gerade aus unserem aktuellen Stand hier, aber wird sich noch wieder einfinden. Nee. Halt, ich habe auch schon mal angeguckt, so von Weitem, ne? Weiß nicht, was das letzte Teil sein soll. Das ist natürlich schlecht, ne? Dann hilft uns nur, jetzt komplett zusammensetzen und dann alle Teile, die halt defekt sind, austauschen. Und dann müssen wir einmal auf Herz und Niere überall testen fahren. Da war doch jetzt was. So, die Schraube rostig. Lager hier ist schon raus. Ist hier hinten eine Gummilagermuffel noch irgendwo drin, die vielleicht nicht so schön ist. Na, leichte Gebrauchsspuren. Aber sonst ist ja auch nichts, ne? Gut, gehen wir erstmal in den Reparaturraum, gucken, ob wir es noch alles repariert kriegen von seinem Schrott, den wir da jetzt von ihm ausgebaut haben. Ja, okay, nichts Sinnvolles, alles klar, okay. Also alle anderen Teile, die wir brauchen, sind halt... Müssen wir den besorgen. So, Radlager brauchen wir 2 mindestens. Gehen wir mal ins Inventar. Was haben wir schönes Inventar? Wir haben einen Ölfilter, wir haben das Teil, wir haben das Teil, wir haben das Teil, wir haben das Teil. Das Teil, 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 das Teil. Jenes hier, dieses da, dieses, das, den, da, den. Und da. Ah, die Standardbatterie. Ich weiß nicht, ob ich die Typen kriege, eine 1%ige Standardbatterie wieder zum Leben. Gucken wir mal. Also sie geht da zumindest drauf. Mal gucken, ob sie am Ende wieder lebt. So, dann gehen wir jetzt in den Shop. Der Shops Einkaufsliste öffnen. Ölfilter, ja. Radlager 2, ja. Antriebswelle. Ah ja. Einmal kaufen. Windkerze kriegen wir nicht. Aber die Lockenwelle, die kann ich hier kriegen. Die Servopumpe kann ich hier kriegen. Gaskrümmer.
Spüldeck, was? Spulenabdeckung. Ach, eine Spulenabdeckung. Ich habe Spüldeckel, das klingt. Was ist das denn? Ventilleckel? Kühlerlüfter. Riemenspanner. Einen geilen Riemen. Und dazu noch eine Drosselklappe. So. Gut, dann wollen wir mal loslegen hier und ein bisschen zusammenbauen. So, eine schöne neue Antriebshülle. Rein. Unterschiedliche Größen? Nein. Sehr gut. Aber so muss die Hinterachse ohne Räder, glaube ich. Die Vollachse hat die Räder noch. So. Guti. Vielleicht ist es auch ein Bremskolben oder so was, der fest ist. Da siehst du natürlich nicht so, ne? Geht mir das so? Da ist eine Innerfelge drin. Ah. Sieht auch noch gut aus, der Bremskolben. Das ist aber ganz dicht mit dem Auge untersucht. So, dann gucken wir hier nochmal. Ist hier vielleicht ein Bremskolben? Irgendwie nicht ganz so hübsch. Sieht auch noch gut aus. Jetzt noch so eine Idee gewesen, dass es der Bremskolben ist. Aber die sehen alle eigentlich noch gut aus. Nur gut, okay. So viel zu der Theorie. Oder ist das hier die Gummilagermuffe? Ich weiß es nicht. Wir werden einfach eine Probefahrt machen. Wir werden über den Rütteltest fahren und überall und gucken, ob man mir noch irgendein Teil ausspuckt. Ne? Wir müssen es ja finden. Wenn wir alle Tests immer durchziehen. Also so weit ist also. Oder ist es natürlich nachher irgendein Teil, wo wir dann die Tests gar nicht machen können, weil das Auto dann nicht startet. Und dann gute Nacht, Marie. Machen wir den Salat. So. Habe ich einen Kraftstoff? Achso, da komme ich ja nicht ran. So, ein Ölfilter, da komme ich ran. Von unten habe ich sonst erstmal nichts mehr, ne? Dann ab nach oben. So. Na guck. Da gibt es auch viel zu schrauben jetzt. Nockenwellenhalterung. Ja, schön. So, vorne ist noch eine. Die fehlt noch. Dann haben wir hier ein Nockenwellenrad. Dann haben wir da unten eine Servopumpe. Oh, da kommt noch so der Aufkleber dran. Der Jute. So. Verkleidung davor. Die Verkleidung davor. Sehr schön. Kurbelriemenscheibe. Umlenkrolle. Und Spanner natürlich. So, dann brauchen wir den. Kühlerlüfter. Nicht gewöhnlich, dass der, ne? Aber okay. Also der hat wirklich keine Zahlen dran, nichts. So spannend, was da es gibt. So, dann haben wir hier einen schönen. Okay. Wow, sieht sehr gut aus im Neuen, muss man ehrlich sagen. Oder ist hier vielleicht so eine Nockenwellenhalterung noch defektiös? Könnte auch sein, ne? Davon haben wir so viele Teile. Oh. So, da raus hat den Kerze. Wir müssen mal ganz kurz in die Elektronik laden. Dann brauchen wir hiervon 4 Stück. Und hiervon brauchen wir 3 Stück. So. Das könnte noch sein, ne? Dass da so eine. Eine so eine Nockenwellenhalterung irgendwie einen weg hat. Das Ding schraube ich mal schnell ab noch. Das baut ja nicht lange. Komm, da komm noch mal rein. So, das Ding abdübeln hier.
Einfach nur mal reingeguckt, ob da eins von den vielen Teilen defekt ist. Ne. Schraube ist ein bisschen rostig, aber sonst alles okay. Vielleicht ist da was Elektrisches. Irgendwo in einer Elektrokiste. Luftfilter. In der Luftfilter aus da drin. Ja, eigentlich vom Weiten sieht erstmal ganz gut aus. Wo ist die Elektrokiste da? Dann gucken wir da nochmal rein. Ich hab da eine Sicherung gerissen. Sieht aber alles gut aus, ne? Habe ich glaube ich auch getestet, ne? Geht so nicht. Gut, na dann. Muss ich alle Schrauben. So, dann haben wir hier die Kraftstoffeinspritzung. Kraftstofffilter. Wie soll ich den Kraftstofffilter ausgebaut? Na gut, egal. Südele. Dann holen wir mal die Batterie. Gucken wir mal, ob es die noch wieder geschafft hat. So, Powerladegerät natürlich. Ja, wunderbar, die hat es geschafft, die ist wieder gut. So, dann brauche ich jetzt Flüssigkeiten. Die Frage, ob ich davon nachher noch wieder welche ablassen muss. Naja, gut. Den Teil nicht gefunden, das ist natürlich ärgerlich, ne? Ist auch ein großes Meteor. Kann auch sein. Also ein bisschen viel, aber okay. Ist ja auch im Interieur irgendwas kaputt. Wir werden es erleben. So. Geht da noch eine Auspuffanlage? Nee. So, und dann hier nochmal. Schon mal nachfüllen. So, und dann Öl auffüllen. Habe ich nie ausprobiert, ob man den auch überfüllen kann, ne? Es geht. Das müsste ja nicht gehen. So, irgendein Teil nicht wieder mit angebaut. So, hier ist überall ein Haken dran. Zündspule Einzelfunken. Aha. Eine Zündspule Einzelfunken ist noch nicht, entspricht nicht dem richtigen. Oh Mann. Ich muss jetzt nochmal einmal hier die ganze Seite auseinandernehmen. In so ein Auto. Eine Zündspule Einzelfunken ist noch dazu gekommen. Ja, aber die hätte ich doch alle ab. So, und welche ist das? Die? Die? Oder die? Shop, 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 shop. So, Zündspule Einzelfunken. Komm mal rein. Halt, Moment, gucken erst. Große Klappe, ausgelöste Krümmer. Ja, jetzt passt es. Was mache ich denn hier? Ich will auch zusammenbauen. Natürlich auch unnötig, dass nochmal alles abgeschraubt ist. Also, dass man das alles abschrauben muss, um an die eine Zündkerze dran zu kommen. Ne? Der konstruiert in so einen Motor. Der Konstrukteur auch absolut nicht ein Stück an die Mechaniker hier. Vielleicht ist es auch der Brennstoffverstärker hier, ne? Oh ne, jetzt haben wir ja alle Teile, ne? Oder? Ja, gucken wir gleich nochmal. Ob da noch ein Teil fehlt, aber ich glaube, wir haben jetzt alles. So. Alle Aufträge abgeschlossen. Das sieht doch gut aus.
Sehr schön. Und da es ein Kampagnenauftrag war, gibt es halt noch wieder eine Kiste hinten her. War noch eine Zündspule. Na ja, gut. So, muss ich die Karre einstellen? Nee, muss ich nicht. Licht muss ich auch nicht einstellen, oder? Ah, ich glaube doch, Licht muss ich, glaube ich, einstellen. Geh mal dahin. Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. So. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ist das Fahrzeug fertig und kann dem Kunden wieder übergeben werden. Lackieren lassen will er ja nicht. Wir gucken mal, was bekommen wir. Oh, das ist nicht schlecht. Auftrag beendet. Das hat auf jeden Fall ordentlich Schotter gebracht hier. Kann man nicht anders sagen. So, dann gucken wir mal ins Inventar. Ah, guck mal, da ist eine Kiste angekommen. Naja, wer hätte es gedacht. Okay. Nee. Teile verkaufen. So, haben wir nochmal 400 gekriegt. Dann kriegen wir hier noch eine Kiste. Na klar, möchte ich die Kiste öffnen. Tink. Scheunkarte und Bonus XP. Oh ja, ich hab's ein Level up. So. Neunkarte. Ja, wollen wir behalten. So, jetzt gab's ein Level up. Kling Kling hat's gemacht, aber das hilft mir hier auch nicht mehr weiter. Ne? Das ist ja jetzt einfach nur noch, dass ich da. Ich habe keine Kompetenzpunkte mehr. Ach, guck. Man kriegt nur maximal so viel, wie man braucht. Haha, alles klar. So, na gut, sind wir Level 33. Ist ja auch nicht wieder schlimm. Und. Ja, ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle und gucken mal in der nächsten Folge, was wir so für schöne Aufträge haben. Wir wollen ja den 100 Auftragsdings fertig kriegen. Ich gucke gleich mal nochmal, wie viel ich schon habe oder so, wenn ich dran denke. Oder auch nicht. Denke ja nicht. Mache ich vor der nächsten Aufnahme. Bis dann, tschüss.